Herzlich willkommen auf dem Kanal Luke Attractions. In diesem Video möchte ich euch mal die neu veröffentlichten Neuheiten für 2019 vorstellen, die heute, gestern oder heute vom Moviepark veröffentlicht wurden. Und ja, das möchte ich euch heute alles mal vorstellen und ja, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So fangen wir auch direkt an, und zwar fangen wir mit dem Roxy 4D Kino an. Das Roxy 4D Kino soll jetzt in der kommenden Saison, wie der Moviepark jetzt angekündigt hat, soll es dort auch einen neuen Film geben. Und zwar wird es dort, ja, ich sage jetzt mal, eine Rückkehr geben nach den lustigen Kurzfilmen wie Shrek und Ice Age. Hat der Moviepark Germany jetzt eine, ich sage jetzt mal, Rückkehr aus dem aus alten Warner Bros. Movie World Zeiten angekündigt. Und zwar mit Looney Tunes 4D starring Roadrunner and Wile E. Coyote, keine Ahnung, weiß nicht, wie man das ausspricht. Werden gleich zwei ikonische Charaktere aus der klassischen Warner Bros. Animationssparte ihre klassischen Abenteuer auf der großen Leinwand präsentieren. Durch High Definition oder Definition, digitale 3D-Effekte und den besonderen immersiven Spezialeffekten, die das Roxy 4D-Kino für seine Gäste bereithält, erwacht so ein zeitloser Klassiker der Filmgeschichte zum Leben und wird alt und jung wie bereits in den vergangenen Jahren im Park begeistern. Finde ich eine echt eine coole Sache, dass der Park da, ich sag jetzt mal, eine Rückkehr quasi ankündigt, was er auch macht. Ja, finde ich echt eine coole Sache, das da wieder reinzubringen. Wenn ich mal da bin, werde ich das bestimmt auch schon mal angucken. Aber ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. So, machen wir jetzt weiter. Und zwar habe ich ja im letzten Video schon mal über mögliche Umthematisierungsmöglichkeiten gesprochen. Und da habe ich ja unter anderem auch gesagt, dass ich das für möglich halten würde, dass der Park das Bermuda-Dreieck umthematisiert. Und siehe da, der Moviepark hat jetzt gestern oder heute dann zusätzlich angekündigt, dass aus dem Bermuda-Dreieck die Area 51 Top Secret wird. Ja, finde ich echt cool, dass der Park das endlich mal irgendwie umthematisiert, weil, ja, die Bahn ist ja auch schon sehr alt. Ja, der Park führt damit seine Anstrengungen fort, den Klassikern im Attraktionsangebot fortlaufend ein neues Gewand zu verpassen. In der vergangenen Saison wurde in diesem Rahmen auch aus dem Mystery River schon Excalibur Secrets of the Dark Forest. Der Moviepark Germany reagiert, also hat auch auf diese Maßnahme vor allem auch auf die Wünsche vieler langjähriger Besucher reagiert. Und zwar sagt der Moviepark: Die Wasserattraktion gehört zu den ältesten Fahrgeschäften im Park und gleichzeitig zu den beliebtesten. Auch viele unserer langjährigen Besucher haben sich eine Neuauflage gewünscht. Ja, das sagt zumindest der Moviepark. Finde ich auch, dass das, also ich bin damit zwar jetzt einmal gefahren, aber ich war der Meinung, dass es einfach viel zu laut und ja, sah ziemlich alt aus. Deswegen finde ich das auch wirklich jetzt eine gute Sache, dass die jetzt endlich mal, ja, umthematisieren. Die Attraktion wird pünktlich zu den warmen Sommertemperaturen oder soll zu den warmen Sommertemperaturen ab Juni 2019 mit der Neuauflage nach dem Umbau wieder eröffnen. Dazu hat der Moviepark Germany erneut mit den bewährten Partnern IMAscore und IMA Media zusammengearbeitet, um das in der eigenen Kreativabteilung des Moviepark Germany erarbeitet
Er arbeitete konzeptmedial und musikalisch auch dann in die Tat umzusetzen. Die Attraktion erhält somit dann halt auch eine eigene komponierte musikalische Identität mit zahlreichen neuen Effekten. Die Attraktion wird die Besucher in die Wüste Nevadas der 50er Jahre zurückführen, wo das Militärgelände der Area 51 der Bevölkerung Rätsel aufgibt. Welche Geheimnisse birgt der hochgeheime Ort, um den sich so viele Gerüchte über außerirdische und hochentwickelte Technologien ranken? Die US-Regierung zeigt Transparenz und lädt die Bevölkerung im Rahmen eines Tages der offenen Tür dazu ein, sich vor Ort selbst ein Bild von der Anlage am Goom Lake zu machen und die Geheimnisse der Einrichtung auf einer spannenden Reise zu entdecken. Wie genau diese Reise aussieht und welche Überraschungen die Attraktion bereithält, werden die Besucher dann halt erst im Sommer erleben können bzw. testen können. Wie ich ja eben schon gesagt habe, wird es wahrscheinlich ab Juni 2019 wieder eröffnet. So, machen wir weiter. Und zwar nach der positiven Rezeption der Anpassungen im Showbereich der vergangenen Jahre nimmt der Moviepark jetzt weitere Feinjustierungen im bestehenden Angebot vor. Das Street Entertainment mit Walking Acts wie Marilyn Monroe und Elvis Presley wird um weitere weltbekannte Charaktere wie beispielsweise Dick und Doof erweitert. Die große Stuntshow Crazy Cops New York wird allerdings auch in der weiteren kommenden Saison von den Show-Veteranen des Falco-Teams durchgeführt und mit neuen Stunts, Fahrzeugen, Effekten und einem neuen Titelzusatz überarbeitet. Und zwar wird der Titel fortgesetzt, und zwar mit Das Chamäleon. Ja, finde ich, muss man eigentlich nichts zu sagen. Bin ich mal gespannt, wie das sich dann auf die Show auswirkt. Ja, auch die Jetski-Show hat sich bewährt und wird 2019 wieder von Mai bis September auf der Wasserfläche des Santa Monica Pier aufgeführt. Ja, also zu den Walking Acts finde ich echt klasse, dass da auch noch weitere weltbekannte Gesichter quasi hinzugefügt werden. Bin ich mal gespannt, was da noch außer Dick und Doof noch hinzugefügt wird. So, machen wir weiter. Als letztes kommt dann wird eine neue Atmosphäre für das Pizza und Pasta erbaut. Ja. Neu errichtet. Und zwar auch in der Gastronomie zeigen die Qualitätsbestrebungen des Movieparks eine Wirkung. Und zwar das Pizza und Pasta auf der sogenannten T-Line im Herzen des Parks erfährt eine Neugestaltung. Die Straße unmittelbar vor dem Restaurant wird angehoben und zu einem Außenbereich ausgebaut. Zudem wird die Fassade des Restaurants mit einem neuen Farbkonzept und Dekoration versehen. Ich weiß zwar jetzt, also ich war da jetzt, hab mir das eigentlich noch nie wirklich so genau angeguckt, aber bin echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Und so, dann zum Schluss. Insgesamt erwarten die Gäste auch in der neuen Saison 2019 einige Neuheiten und Überarbeitungen Deutschlands, in Deutschland größten Filmpark. Neben den hier sogenannten Änderungen wird zudem das Retracting der Holzachterbahn The Bandit weiter vorgeführt. Über die zweifellos größte Neuheit der kommenden Saison im neuen Paw Patrol-Themenbereich habe ich auch schon ein Video gemacht, beziehungsweise ich habe das ja im letzten Video ja auch schon erwähnt, beziehungsweise habe euch da das quasi alles nochmal vorgestellt und mal erklärt, was da alles neu gebaut wird und
was auch umthematisiert wird. Da gibt es ja auch eine Attraktion, die quasi nur umthematisiert wird, aber sonst bestehen bleibt. Ja, die Bauarbeiten im Bereich, wie es hier im Internet auch steht, laufen weiterhin auf Hochtouren und dann denke ich mal, diese Saison dann mit aufmachen. Also ich werde euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten und sobald da ein fester Termin auch feststeht, werde ich euch da auf jeden Fall auch drüber informieren. Ich bedanke mich ganz doll bei euch fürs Zusehen. Ich werde euch weiterhin auch auf dem Laufenden halten, was Neuheiten in Freizeitparks, hauptsächlich Phantasialand oder Moviepark angeht. Und natürlich auch andere Parks, aber da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich ein Like da lassen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne noch machen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.